So Leute, da sind wir wieder bei einem neuen Gameplay. Wieder dabei der liebe Steffen. Hallo! Und wir schauen uns an, wie die Jasmin mit Death in Texas gegen den Frederik mit Four Color Miracles spielt. Erstmal würfeln sie eine Menge Sechsen. Das Hüllengame hat auf jeden Fall Jasmin gewonnen. Nee, das ist aber nicht schwierig. Gegen Blau. Wer hat jetzt gewonnen den Würfel? Ich hab's nicht mitbekommen. Death Texas hat nachgewürfelt. Okay, immerhin. Ja, man muss so lange gewürfelt, bis einer keine 6 gewürfelt hat. Der hat gewonnen. Ja. Da war ein schneller Mulligan. Ja, der Miracle-Seite, zwei Länder, ein Swords to Plowshares, ein Astrolab, noch ein Land, Brainstorm. Ja, das ist ziemlich gute Hand für gegen Death in Texas. Es sei denn, da kommt von Start raus eine Fiole. Start-Fiole wäre ziemlich gut. Da ist Start-Mutti. Ja. Vignette. Port. Ein 3-Mana-Kreatur, wahrscheinlich ein Mirror Crusader und wahrscheinlich ein Stormford, wenn Sie richtig gesehen haben. Hübsche Swords to Plowshares. Habe ich nicht gesehen. Da oben liegt eins. Achso, ja, die sind hübsch. Noch hübscher, wenn die deutsch wären. Die sind deutsch. Ah, Freddy, du bist ein guter Mensch. Ja. Er hat auch gefühlt sein halbes Deck in deutsch. Ah, die Turn 2 Fiole. Wer kennt sie nicht? Das ist natürlich die so eine Karte. Ah, da kommt noch eine Mutti. Das ist auch ziemlich gut. Ja, Mutti ist halt immer gut. Da wird halt nur kein Sword kommen. Leider New Border Mutti. Ansicht so. Ja, ist richtig. So. Gut, hier muss man, glaube ich, mit einem Astrolab starten, weitermachen. Die Mutti überlebt die Runde anscheinend auch. Ihr könntet doch jetzt theoretisch Astrolab. Nee, jetzt halt noch ein Sword ziehen würde und Terminus bringt nicht so viel. Ja, aber er kann den Brainstorm. Genau, er könnte jetzt den Wald spielen. Brainstorm. Ja. Und ein bisschen. Aber wenn man eher erstmal den Ponder, weil ja. Das ist noch nicht so wichtig. Ich sehe auf der Hand auf jeden Fall, das ist ein Palace Jailer von der Deathwechsel-Spielerin. Immer diese Umgewöhnung. Gender is important. Gender is a hard problem. So, das Fass machen wir auch gar nicht mal auf. Nee, damit fangen wir jetzt nicht an. So. Ansonsten haben wir jetzt einen langsamen Ponder. War das ganz unten ein Oko? Das ist ja jetzt an zweiter Stelle von oben. Glaube ich, das weiß ich nicht. Ich weiß es auch nicht genau. Ein Sanktuprät ist auch nicht schlecht. Aber ist nichts zum Spielen. Man könnte jetzt jedes spielen oder eben porten. Ich denke, porten ist hier die bessere Option. Ja, Jitte sehe ich jetzt auch nicht. Genau, Upkeep, halt jetzt ein Port. Nee. Man kann immer noch End of Turn porten. Ja, das stimmt. Also End of Turn Port machen die Leute auch viel zu wenig tatsächlich. Weil End of Turn Port kann man eben eine Menge rausholen. Ja, das war ein Oko. Ja, das war, ja, okay. Und man kann halt eine Menge rausholen, wenn man jetzt zum Beispiel ihm noch ein Land wegnimmt. Dann hat er keine zwei Länder für und die Schlange zu spielen, die jetzt genau. Und das vermasseln auch sehr viele Spieler tatsächlich. Was ich sehr schade finde, was ist das? Ein Revoker würde ich in dem Moment jetzt auch raus. Hätte ich einfach die Fiole auch getappt, hätte den Revoker rausgelegt. Weil in dem Moment, wo sie den Revoker hinlegt, ist es schon zu spät für den Fokker Miracle. Ja, aber was sollte sie jetzt ansagen? Astrolab. Oh, gute Idee. Einfach nur, um ihn möglichst von verschiedenen Mana abzuhalten. Auch hier wieder Port wäre ganz gut. Ja. Da kommt jetzt die Wahl. Ja, da sagt man jetzt Astrolab. Ja, denke ich auch. Ich meine, gut, was soll Miracle da jetzt gerade machen? Ja. Ich weiß jetzt nicht, was gesagt wurde, aber ich gehe von Astrolab aus. Das macht ja schon Sinn. Da ist auf jeden Fall eine Snow-Covered-Ebene. Ist halt jetzt die Frage, ob man jetzt schon den Sanktum reinweilen will oder nee, ich denke tatsächlich, man wartet bis, ja. Da wäre jetzt auch von mir die Frage, ist vielleicht für die Zuschauer interessant, sagen wir jetzt mal, er hat einen Oko am Stack, dann ist der Sanktum ja too late. Der Oko kommt trotzdem, oder? Hätte niemals gewusst, dass da ein Pre-Dead kommt und er hätte niemals den Brainstorm jetzt schon into Terminus gemacht. Niemals. Ja, das ist tatsächlich nicht cool. Das ist nicht cool. Weil das geht nicht. Sobald die Fiole tappt wird, natürlich, sie hat keine Zeit gelassen, ihn darauf zu reagieren. Er braucht Zeit zum Reagieren, das ist ganz klar.
Und jetzt kommt er. Jetzt kann man natürlich überlegen, ob man da jetzt nicht auf 6 geht. Ja, ist richtig. Das wäre eine gute Idee gewesen, gerade nachdem er dann so hastig gebrainstormt hat, weil er es unbedingt noch musste. Ja, wie gesagt, das war keine coole Aktion. Nee. Aber es war von beiden nicht sauber gespielt. Dementsprechend kann man da jetzt keinen, genau, da ist der Terminus, da hätte man den Predator dann auf 6 legen müssen, nachdem er so hart gebrainstormt hat. Gut, das muss man aber auch erstmal lesen können. Ja gut, aber das ist halt ein Skill, den man bei einem Texas-Spieler früher oder später haben muss, weil ansonsten verlierst du jetzt genau das Spiel. Gegen den Oko, ja. Auch hier wieder nicht geportet. Also das ist hier ist eine Menge unsauber gespielt worden. Ich weiß auch nicht, warum die Astrolab... die Astrolab wird getappt, weil er angreift für 3. Ja. Ja. Aber das ist genau jetzt die Situation. Das ist der Punkt, an dem das Spiel verloren wurde. Weil daraus kann sich Death in Texas fast nicht mehr befreien. Denke ich, sehe ich. Ja, gut, Caracas ist jetzt auch nicht so interessant. Nee. Man kann jetzt halt für 2 Mana, man kann das Caracas legen, man kann noch die Jitte spielen, kann Go sagen. Ende des Zuges von dem Miracle-Spieler den Create reinlegen, einen Elch killen. Du meinst Palace Jailer, ja. Ja. Das könnte man alles noch machen. Einfach nur Go sagen, auch wieder hier. Schwierig. Ja. Nee, das ist in dem Moment, das ist jetzt rum. Ja, ich denke auch. Gerade mit Oko auf der Hand, plus halt noch die... Schade, also da wäre viel, viel möglich gewesen, wenn da ein paar Sachen anders gelaufen wären. Da ist ein Food! Mehr Essen. Und da ist der Elch. Einmal hier gemalt von einem Level 2 Judge, den wir in Bologna kennengelernt haben. Sehr hübscher Elch. So jetzt von hier aus gesehen. Ja, ist auch sehr hübsch gemalt worden. Da kommt leider an Land. Da war auch kein Palace Jailer. Ja. Jetzt hätte man jetzt noch eine Karte gezogen. Ja. Snake. Ja, das ist over. Das hat der Miracle-Spieler fest in der Hand. Ja, ja, da passiert nichts mehr. Schade. Das ist jetzt auf kleinen Kindern rumprobieren. Schneller, schneller. Das ist dann das Problem vom Forkler Miracles. Ein Stück weit, finde ich. Dadurch, dass sie außer Oko, Entreat und Jace keinerlei Win-Options haben und sowohl Oko als auch Jace sehr langsam gewinnen, ist es wirklich so, dass sie sehr lange brauchen, um jemanden tot zu prügeln, sag ich mal. Ja, klar, das ist richtig. Da kommen auf jeden Fall jetzt mal 6 Damage rein, glaube ich. 7. 7, ja. 2 Elche, eine Schlange. Ja, da ist noch eine Flicker Wisp. Dann kann man noch den Food töten. Wenn der Food durchkommt, wenn der Flicker Wisp durchkommt. Da man mit Flicker Wisp hier etwas rausflickert und der Token, ein Token verlässt das Spiel und kommt nicht wieder, da er nur ein Reminder ist. Goodbye und auf Never Wiedersehen. So. Ja, schwierig. Also da ist jetzt, da ist der Damm schon gebrochen. Holland ist schon abgesoffen. So gemein es klingt. Mhm. Hier kann man jetzt auch einen ganz lustigen Trick machen. Warum die Schlange? Das wollte ich jetzt auch gerade fragen. Weil sie fliegt. Ach so. Aber ja, man könnte jetzt auch einfach einen Flickerwisp spielen, könnte den Predate wieder flickern und könnte eine zweite Kreatur nehmen. Das wäre zum Beispiel auch ganz witzig. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Oder man flickert jetzt einfach den Elchen-Token. Elchen. Okay, den Oko. Das kommt er gleich wieder. Ja, das ändert halt, glaube ich, nicht viel. Doch, man kann das Astrolab nicht gegen die Flickerwisp tauschen. Weil er hatte genug Marken für die Ulti. Ach so. Ja. Ja, aber ich meine, genau wie den Flieger jetzt zu klauen, ich glaube nicht, dass sie in nächster Zeit in die Offensive geht. Mhm, denke auch nicht. Mal end of turn zieht sie eine Karte. Und durch den Monarch. Ja. Ja, Fetch, kommt was weg. Ich glaube, ich habe einen Snapcaster auf der Hand gesehen, glaube ich. Dann könnte er sogar noch Sworden, also da ist... Ja, Snapcaster, Sword, den Palace Jailer. Ich bin jetzt bei weitem. Ah, viel besser. Mystic Sanctuary. Ja, Mystic Sanctuary liegt jetzt noch was oben drauf. Gute Karte, tatsächlich. Ja.
Ich meine, ich bin jetzt nicht der Experte für Death in Texas, da bist du eher der Ansprechpartner. Aber ich glaube nicht, dass da DMT jetzt noch irgendwie rauskommen kann. Nö. Das wurde ein paar Runden vorher. Das ist halt, Death in Texas verliert halt. Das ist natürlich auch jetzt richtig gemeint. Death in Texas verliert halt, wenn es ein bisschen unsauber passiert. Ein bisschen unsauber gespielt wird in dem Moment. Und dann kommt der Terminus, die Schlange kommt wieder. Der Oko macht den Astrolab zu einem Elchen, greift an. Man hat nicht nur den Monarch plus noch den Card Draw von der Schlange und noch ein Elchen. Das gewinnt Death Texas nicht mehr. Nee. So, das Matchup selber ist nicht mehr so geil wie früher. Früher war das immer so, ich sag mal so 55, 45 für Miracle. Mittlerweile ist es ein bisschen besser für Miracle geworden, weil Death Texas einfach keinen Mana-Denial-Plan fahren kann. Ja, Schadenports sind halt sehr schlecht geworden. Wastelands sind auch nicht so die besten Karten gegen Miracle. Auch wenn sie Four-Color spielen. Sie spielen immer noch eine Menge Basics. Und wie Schadenport, ja, dann porte ich dir einen Grün weg. Ja, dann tappe ich mein Astrolab und hab wieder Grün. Das habe ich ja schon gemerkt, wo ich wiederkam mit Showntel und Blood Moon gegen sowas gelegt habe. Weil Four-Color, ja, nichts mehr Blood Moon. Und er schon begrenzt. Weil er sich mit der Astrolabe da super leicht rausspielt. Ja, das plus halt. Das ist schon hart. Die ganzen Basics. Ja. Anders als im 5-Color-Checkpile, das ja sehr wenig Basics spielt und die Astrolabs wirklich nur als Card Draw 2 oder 3, genau, spielt Miracles im Durchschnitt, glaube ich, 7 bis 8 Basics, was schon echt eine Menge ist. Und jetzt vor allem durch die Mystic Sanctuary ist es natürlich richtig interessant geworden. Man kann sich Karten wieder oben drauflegen. Man kann bis zu 4-mal Entreated Angels machen, wenn man mit 2 Mystics halt spielt. Das ist sehr stark. Ohne, dass man mehrere davon im Deck haben muss. Das ist halt einfach genial. Ja, das ist echt so richtig gut, Attack. Es kann natürlich sein, auch hier möchte ich das nochmal erwähnen, dass dieses Gameplay schon lange vorbei ist, weil Oko nicht mehr im Format ist. Weil wir nehmen das hier wieder an dem Tag vor den Bannix auf. Das ist immer das Beste. Es wird trotzdem hochgeladen, so oder nicht. Und wenn es nur dafür ist, Leuten den Oko-Flashback zu geben. Das sah aus wie der zweite Malige, glaube ich. Ja, das ist der zweite Malige. Das ist natürlich schon sehr schmerzhaft, auf 5 runterzugehen. Ja, genau. Vor allem, wenn der Miracle-Spieler halt einfach mal seine 4 hält. Eine 7. Eine 4. 4 reicht. Ja, das tut schon weh. Also, gegen ein Control-Deck auf 4 runter ist halt nicht schön. Nee, überhaupt nicht. Überhaupt ich meine, allgemein ist das nicht schön, aber... 5 runter, nicht auf 4. Ich meine, soweit ich weiß, ist Freddy einer der wenigen Spieler, die gegen Death in Texas in der zweiten Runde Force of Will drin lassen, um die Elfiole zu forcen. Dementsprechend kann man da noch was rausholen. Jeder Death in Texas Spieler freut sich eigentlich, wenn der Gegner das macht. Ja, weil so ein Mana Hymn. Ja genau, ein Mana Hymn to Turak, go. Und das ist halt zum Beispiel als Start sehr gut. Vielleicht sehen wir es hier sogar. Nee. Könnte aber auch eine Hymn sein. Die Winning Silence. Ich weiß nicht, wie gut es gegen Four-Color Miracle ist. Ich denke, es ist nicht so gut. Weil er spielt selten mehr als ein Zauberrunde. Ja, ich muss ganz ehrlich zugeben, wir haben da ja drüber diskutiert am Freitag, weil ich auch zuerst gedacht hätte, ja, nimmst du auf jeden Fall rein. Aber nach deiner Erklärung gebe ich dir da recht. Sie ist halt genau in diesem Matchup in bestimmten Aspekten schlechter als zum Beispiel die Aethersworn Canonists, die ja in demselben Slot liegen. Oder eben auch die Chalice of the Void, die ebenfalls in diesem Denial-Slot liegen. Als Chalice auf jeden Fall, gebe ich dir recht. Da ist der Durak, für 2 Mana. Ja. Allerdings, warum würdest du sagen, der Aethersworn ist besser, weil er ein Beatstick ist? Nein, aus dem Grund heraus, weil er eben so Dinge machen kann, unterbinden kann in dem Moment. Wie Snapcaster plus. Er unterbindet komplett den Snapcaster. Er unterbindet Schlange in 2 Terminus. All diese Dinge ist die Winning Silence nicht am Unterbinden. Weil man eben weiter Kreaturen spielt. Ja, ist richtig. So, hier wieder ein Port. Jetzt mit geportet. Das ist sehr gut. Gerade mit dem Astrolab jetzt ein bisschen uninteressant geworden, aber zumindest ein bisschen Mana Denial da. Ja, besser als quasi nichts zu tun. Genau. Library ist halt natürlich schmerzhaft. Man nimmt zwei Karten. 16, 15, genau. Das ist, Library ist halt sowas, was man nicht so gerne sieht bei den Gegnern. Ja, ich finde es auch interessant, dass die hier reingebordet wurde. Ich sehe sie selten gegen Death in Texas, einfach nur weil Death in Texas eben auch diesen Aggro-Start spielen kann. Ja. Und ihn dann einfach einen total verprügelt. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, wie viele Karten er wirklich reinnehmen konnte und wie viel er rausnehmen konnte. Das weiß ich auch nicht. Wie gesagt, also normalerweise werden die Forsaholzen die ersten Targets, die man rausnimmt, weil die sind sehr schlecht in dem Matchup eigentlich. Weil man lieber Antworten für die Kreaturen am Board hat, als dass man die Force 2 für 1 nimmt. Force ist eine Karte, die ist gut,
gegen Combo-Matches und gegen nichts anderes. Und das müssen viele Leute in meinen Augen, meiner Meinung nach, wenn ihr andere Meinung seid, könnt ihr es natürlich gerne in die Kommentare schreiben, müssen das meiner Meinung nach Leute noch ganz viel lernen. Ich meine, okay, es kommt ein bisschen aufs Deck an. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mit Sean Tell gegen das Texas spiele, will ich die Forces haben. Ich muss die Talia oder die Weil nach Möglichkeit forcen, weil sie mich so langsam macht, dass mich dessen Texas dann vollkommen auskontrollieren kann. Ja, das spielst du aber auch selber ein Combo-Deck. Genau. Deswegen, also als Combo-Deck halt, oder gegen Combo-Decks? Ja, deswegen sage ich, welches Deck man spielt. Da habe ich mich da nicht genau ausgedrückt. Aber gerade als Control-Deck möchtest du, oder auch als Delver-Deck oder so, möchte man die Force of Will nicht drin halten. Man hat 1000 andere bessere Karten. Mhm. So. Diesmal wurde nichts gezogen. Es ist aber auch nicht viel passiert, außer dass wieder geportet wurde mit Go. Ja, es ist ein sehr träges Match aktuell, würde ich fast sagen. Ich meine, wie gesagt, das Better Skull auf der Hand von Death and Texas. Da kommt Oko. Dawnforge. Oh, Oko. Das tut natürlich jetzt schon weh. Mhm. Kataklysm wäre jetzt auch nicht so geil, weil an Bord einfach alles liegen bleiben würde, bis auf der Oko. Es wäre halt 4 Mana Destroy Target Oko. Das ist halt auch nicht so geil, was man hier machen kann. Ja. Ja, Entschuldigung. Und der Food wird natürlich auch zerstört. Ja. Auch das wieder ein sehr langsamer Start. Aber gut, Mulligan auf 5, was will man da großartig machen? Ja, das ist echt schwierig. Also das hat hier auch sehr wehgetan. Da geht die Weile auf 2. Palace Jailer, glaube ich. Palace Jailer plus und die Stoneforge. Stoneforge kann man halt gleich benutzen, das ist ganz gut. Ja. Damit kriegt man den Oko auch relativ okay runtergeprügelt, aber... Durch die Better Skull, meinst du? Nee, die Better Skull wäre tödlich, weil der Oko die Better Skull einfach zu einem Ding machen würde. Man nimmt das Sword of Fire and Ice, um einfach einen großen Beat reinzuknallen, wenn der Gegner das nicht erwartet. Ja, und danach, wenn der Oko dann halt noch steht, geht eh das Schwert zum Elch. Genau, das ist immer der Nachteil. Deswegen ist das Ausrüstungspackage aktuell ein bisschen schwieriger am Death and Taxes. Miracle Crusader wäre hier ganz gut. Der Palace Jailer ist mittlerweile gegen Miracle nicht mehr so gut, dank Oko. Wenn man aber Oko gehandelt bekommt, ist der Palace Jailer immer noch der Wahnsinn gegen das Deck. Einfach nur, weil man eben sehr viel mehr Ressourcen hat. Mhm. Auf der anderen Seite, als Miracle-Spieler würde ich mich hier in der Situation sehr, sehr wohl fühlen. Ja. Da sehe ich noch einen Return to Nature. Auch damit kann man eine Ausrüstung ganz gut beantworten. Und ja gut, das ist ja auch das, was man quasi als Kontrolldeck, sag ich mal, haben will. Man will die Threats vom Gegner halt gut handeln können und Oko gewinnt dann nebenher einfach Gazi hier jetzt gerade das Game. Ja. Weil er macht halt aus Food Beater, alles, was ich auf der Hand haben will, kann ruhig Removal sein. Ich habe ja genug Threats jetzt liegen quasi. Mhm. Da wird die Weile aggressiv genommen. Die Weile rausgenommen. Weiß ich nicht, ob ich das gemacht hätte. Mit dem Snapcaster auf der Hand auf jeden Fall. Stimmt, den habe ich vergessen tatsächlich. Da kommt dann jetzt auch noch ein Swords. Das darf er aber diese Runde nicht mehr spielen. Ich hoffe, er denkt dran. Wenn nicht, wäre das schon der zweite große Mistake von unserem Grand Prix Day 2 Spieler. Ich möchte das hier nochmal erwähnen. Jetzt wissen auch alle, warum. Ja. Mein Gott. Weil die ist schon ein sehr, sehr guter Spieler, das muss man eigentlich sagen. Ja, wenn die so spielen, würde ich auch gut spielen. Nein, Quatsch, man weiß ja nicht, ob er jetzt dran denkt oder nicht. Ich denke mal, dass er dran denkt. Ich hoffe es mal. Ja, mein tut er. Speed. Ja. Tut er. Dann go. Das war jetzt auch eher so ein bisschen Geniftel. Ich hoffe, das ist okay. Freddy muss das abkönnen. Er ist ja derjenige, der am meisten austeilt. Also muss er auch am meisten einstecken können. Das Problem, was ich halt hier jetzt sehe, ist, das Schwert macht halt diese Runde auf jeden Fall noch nichts. Nein, weiter was Stormfuss gezogen, macht auch nichts. Ein Land wäre gut gewesen an dieser Stelle. Ja. Hier könnte man halt maximal Go sagen, End of Turn die Better Skull reinbringen und versuchen, nächste Runde Land zu haben mit Better Skull plus Sword of Fire and Ice into Beat. Das wäre ganz gut. Aber ich denke nicht, dass das funktioniert. Das verstehe ich nicht. Ich auch nicht. Sieht mir aus wie, ich habe für 2 Mana Mann und einen Blocker, den ich tappe. Nein, okay, man will damit eh nicht blocken, aber egal. Nee, habe ich meine Elch gelegt? Ja, das verstehe ich auch nicht. Kann auch sein, dass es hier ein bisschen Resignation ist. Das darf man auch nie vergessen, dass das in Magic auch mal passieren kann. Ja, gerade gegen Kontrolle kann genau, das sehr frustrierend genau. sein. Plus, es kann natürlich auch sein, dass man hier Next Level geht und hofft, dass der Oko-Spieler hier aus dem
Schwert ein Elch macht, um eben auch einen Blocker zu haben oder einfach den Angriff dann durchzulassen von dem Gegner Elch und dann eben einen Angreifer zu haben. Einfach nur für mehr Beatdown. Einfach statt Sword einfach einen 3-3 Beatdowner zu haben. Interessant, es wurde ein Food gemacht und es wurde nicht das Schwert geelcht. Das ist ein Ponder. Ich glaube, es ist noch ein Sword to Plowshares auf der Hand. Man könnte dann auf den Equip oder auf den Angriff könnte man dann ein Sword to Plowshares auf den Stoneforge spielen. Zum Beispiel, ja. Ich denke, das wird auch der Gedankengang wahrscheinlich sein. Es würde halt auch nochmal Mana fressen für vom Death in Texas Deck. Oh, das ist eine gute Karte, aber sehr spät. Ja, leider. Man könnte hier natürlich auch erstmal. Ja, da ist das Councils direkt. Was nimmt man hier? Nimmt man hier den Oko oder nimmt man hier die Library? Ich würde den Oko nehmen, der ist einfach zu stressig. Der gewinnt das Spiel. Die Library findet zwar vielleicht einen neuen Oko, aber ich muss einfach hoffen, zu stabilisieren, hätte ich jetzt gesagt. Mhm. Kommt Schlange. Ja, das musste der Spieler ja durch das Ponder. Genau. Sehr, aber sehr das, ist zum auch hier, das ist auch hier zum Beispiel der Punkt, warum Aethersworn Kanonist ein Stück weit Vorteile hat. Natürlich ist es immer so ein bisschen geben und nehmen, weil gegen sowas wie Breach, die aktuell noch im Format ist, ich hoffe morgen nicht mehr, und andere Decks wie Reanimator, ist natürlich der Turn 1-Stopp von Entomb Reanimator viel, viel stärker als der Turn 2-Stopp. Ja. Dementsprechend ist es auch so ein bisschen meta-abhängig, aber das ist der Grund, warum ich gegen Miracle die nicht mehr gut finde. Verstehe ich, ja, man sieht es hier ganz gut, ist richtig. Da kommt der Fadeseer. Ja, weil sie behindert den Miracle-Spieler praktisch gar nicht. Und wenn er den Fadeseer schon oben drauf lässt, dann das ist schon kein gutes Zeichen. Jetzt sind es 2 Elcher. Ja. Für 7. Für 7 wieder. Dann geht man auf 7. Und wenn jetzt hier nichts Großartiges kommt. Ja, 3. Hier kann man versuchen zu equippen und dann zuzuhauen. Ja, doch, schon richtig. Aber dann muss man schon den Spieler angreifen tatsächlich. Ja, leider. Sonst ist man tot. Und da könnte man jetzt halt ein Sword to Plowshares aus der Sicht des Miracle-Spielers drauf klatschen. Oder halt man. Ja, man. Ah, als Blocker. Aber auch hier, Sword to Plowshares, der Gegner kriegt 3 Lebenspunkte. Man elcht unten die Astrolab into 10 Damage, genau 10 Damage auf dem Board. Ja, das war's. Richtig. 2-0 für Miracle. Ja, das war ernsthaft. Ja. So kann es aber auch laufen. Gerade das Miracle Matchup ist halt schlechter geworden. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.